Ich sehe keinen. Über mir ist noch ein Fenster. Das ist ein Fenster bei mir. Wo kommt die Stimme denn her? Ich glaube, rechts neben mir ist ein Nachbarfenster, was auf ist. Weil es ist keiner draußen, das weiß ich. Die gucken alle das Wetter an, siehst du? Hat er gerufen? Ich habe keine Ahnung. Das ist heftig. Du hast aber richtig Glück gehabt, dass ich nach Hause kam. Und selbst bei der Kollegin noch nicht veranruft, weil ich wurde vom Telefon gesperrt habe schon wieder. Wie soll ich euch auch gesperrt? Falls ihr Bescheid geht, dass ich gleich komme zum Essen. Okay. Mit Sturmböen dabei. Da wird jemand sagen, jeder macht mal Fehler, ne? Wir haben alle Fehler gemacht. Uns leid. Ja, das ist Hagel.
Die haben sich da weiter rechts versteckt. Ja, ich bin nicht mehr im Regen. Nee, ich wusste, dass sie mich beobachtet haben. Aber vielleicht konnten die nichts dafür. Nein. Ja, weil die keiner reinlassen, ne? Ja. Habe ich das Gefühl. Es lässt die keiner rein. Tut mir so leid, die Kinder. Vielleicht hätten wir die reingelassen. Wenn wir uns gefragt hätten. Hast du irgendwas gesagt? Wir konnten doch hier rein. Ja, ich am besten hätte ich jetzt nur einen kleinen Jungen gesagt, dass ich noch ranfahren und wusste, dass ich jetzt so. Doch, der kann Deutsch. Hätte erst gerade gesagt, komm bei uns rein, die Haustür ist auf. Komm bei uns rein, die Haustür ist auf, damit du nicht nass wirst. Weil freundlich bin ich ja so gut erzogen, dass ich jeden nicht bei so einem Wetter stehen lasse, ne? Mhm. Wo ist er jetzt? Der müsste schon da reingelaufen sein. Ich hoffe, dass er jetzt in Sicherheit ist. Da konnte wirklich nichts dafür. Das hat die keiner reingelassen. Das sind die Kinder aus dem Nachbarhaus. Okay. Nur rechts daneben. Ja. Die müssen sich jetzt bei uns unterstellen, das Treppenhaus, ne? Boah, ist das der Bach, der so plätschert? Mhm. Da konnte der Kurze wirklich nichts dafür. Sind die gar nicht reingelassen worden. So. Also ich finde das gemein, wenn man nicht reingelassen wird bei so einem Wetter. Mhm. Das ist gemein sowas. Mhm. Hätte der mich jetzt am Fenster gesehen, hat gefragt, können Sie mich bitte reinlassen, hätte ich auch getan. Weil so ein Schwein bin ich nicht. Was? Ja, wir haben doch Handtücher. Wir hatten den auch geputzt. Ja. Und schon hat das Unwetter nachgelassen. Witzig, ey. Nö. Nö. Das war schon. Er hat gerufen. Ja. Sag mal, kannst du mal bitte nach ihm hingehen? Ja. Danke. Ihr Ring hat eh aufgehört.